Erinnert ihr euch noch an Weihnachten vor einem Jahr? Da war alles ganz anders als in diesem Jahr davor und auch leider wieder wie in diesem Jahr. Wegen dem Coronavirus dürfen wir uns kaum mit anderen Menschen treffen. Wir haben Weihnachten ganz anders erlebt wie sonst. Doch auch in diesen besonderen Tagen haben wir von der Botschaft der Heiligen nachgehört. Leider hat uns die Zeit schon wieder eingeholt. Lasst uns mal in die Zukunft schauen, wie Corona wieder nach Weihnachten aussehen könnte. In unserem Anspiel hören wir heute ganz unterschiedliche Menschen, die sich an Weihnachten vor einem Jahr erinnern. An Weihnachten in ganz besonderen Zeiten. Es klingelt an der Tür. Na, wer wohl zu Besuch kommt? Die Großmutter geht zur Tür. Draußen vor der Tür stehen ihre Enkel. Hallo Oma! Heute ist endlich Heiligabend. Wir wollen nachher noch im Familiengottesdienst in die Kirche gehen. Oh, wie schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Zieht ruhig eure Jacken aus. Kinder und Großmutter setzen sich ins Wohnzimmer zum Großvater. Schön, dass wir kommen können. Wisst ihr noch, letztes Jahr Weihnachten, da war alles ganz anders. Keiner durfte den anderen besuchen. Ausgangssperre von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Keine Weihnachtsfeiern, kein Kindergottesdienst an Heiligabend. Schön, dass es den Videogottesdienst an Heiligabend in der Kirche gab. Hätte uns das jemand ein Jahr vorher gesagt, wir hätten es nicht geglaubt. Und auch den Familiengottesdienst konnten wir im Fernsehen sehen. Der Kindergottesdienst hat ans Fenster von Gemeindehauses geschrieben: Gott behütet und alles wird gut. Ja, viele haben in dieser Zeit ihre Mitmenschen vermisst. In der Zeitung stand, schenken sie sich und ihren Liebsten Achtsamkeit und Vorsicht. Und vielleicht auch mal lieber etwas Abstand. Wie gut, dass es dieses Jahr wieder besser ist. Ich habe schon so viel in meinem Leben erfahren, aber so etwas wie dieses Virus habe ich noch nie erlebt. Sicher, wir konnten telefonieren oder uns per Video sehen, auf dem Tablet. Oma, du meinst Tablet. Ja, Tablet. Aber wenn man sich so trifft wie jetzt, ist es doch viel, viel schöner. Auch wenn es noch nicht ganz so ist wie früher. Wie schön, dass wir wieder mit unserer Familie und mit unseren Freunden zusammen sein können. Doch wie ermutigend war es in diesen Zeiten, die Hilfsbereitschaft der Menschen zu erfahren. Wie sehr ich mich über die Karte und die Plätzchendose gefreut habe, die an Heiligabend vor unserer Haustür stand. Das war eine richtige Überraschung. Umso mehr, wenn solche Geschenke vom Herzen kommen. Die Plätzchendose habe ich als Erinnerung behalten. Die Großeltern erzählen ihren drei Enkeln, wie sie die schwierige Zeit erlebt hatten und für sich die Botschaft von Weihnachten ganz neu entdeckt hatten. Die Botschaft der Heiligen Nacht, als sie im Fernsehgottesdienst im letzten Jahr die Weihnachtsbotschaft hörten. Da hatten sie sich von dem "Fürchtet euch nicht" persönlich angesprochen gefühlt in ihren Ängsten und Sorgen. Denn wie sehr hatten sie sich gefürchtet vor diesem kleinen, unsichtbaren Virus. Aber sie hatten darauf vertraut, dass Gott auch jetzt einen Weg nach vorn zeigt. Sie hatten auf das Licht vertraut, in all dem Dunkeln. Auch
Als Jesus damals geboren wurde, sah es dunkel aus in der Welt. Wir wechseln jetzt die Szene und hören im Krankenhaus zwei Krankenschwestern zu, wie sie miteinander im Gespräch sind. Weißt du noch, letztes Jahr, wir hatten so viele Patienten und auch Kollegen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Wir mussten alle sehr vorsichtig sein und aufpassen und uns gegenseitig schützen. Wir und die Ärzte waren da echt gefordert und wegen der Ansteckungsgefahr durften die Patienten nicht besucht werden. Wie sehr haben die Patienten ihre Angehörigen vermisst. Wir haben alles versucht, um es die Patienten so angenehm wie möglich zu machen, die Zimmer zu schmücken. Und wir alle haben an jenen Tagen gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir einander haben. Menschen, die uns lieb haben und die wir lieb haben. Das ist auch eine Form von Medizin. Letztes Jahr Weihnachten haben wir ganz anders erlebt. Es war nicht so hektisch im Alltag wie sonst. Alles lief langsamer. Ob wir aus dieser Zeit etwas gelernt haben? Wir gehen nun in die Kirche und hören den Pastor und die Küsterin zu. Für mich ist die Weihnachtszeit immer wieder eine ganz besondere Zeit. Doch letztes Jahr konnten wir wegen der Corona-Pandemie in der Kirche keinen Gottesdienst an Heiligabend oder den Weihnachtstagen mit Besucherinnen und Besuchern feiern. Aber es gab Videogottesdienst aus unserer Gemeinde im Internet zu sehen. Die Botschaft von Weihnachten ist stärker als jeder Virus. Schön, dass wir in diesem Jahr wieder Gottesdienst in der Kirche feiern können. Zu Weihnachten denken Menschen in ganz besonderer Weise an ihre Mitmenschen. Sie machen ihnen eine Freude, denken an sie. Und immer wieder spürt man dann, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Jedes Jahr hören wir wieder den Ursprung dieses Festes, dieser wunderbaren Geschichte der Geburt Jesus. Der große Gott macht sich auf den Weg zu uns Menschen. Dabei macht er sich ganz klein für uns. Er kommt als Baby auf unsere Welt. Er beschenkt uns mit seiner Liebe. Jedes Jahr spricht diese Geschichte neu zu uns. Sie will uns Mut machen und zeigen, wie sehr Gott uns lieb hat. Josef war mit seiner Frau Maria auf dem Weg von Nazareth nach Bethlehem. Dort mussten sie hin, weil der Kaiser Augustus eine Volkszählung durchführte. Jeder musste sich in der Stadt seiner Vorfahren zählen lassen. Und weil Josef Vorfahren aus Bethlehem stammten, mussten Maria und Josef dorthin. Kaiser Augustus wollte wissen, wie viele Menschen in seinem Reich wohnten. Und weil wie viele Steuern er von ihnen bekommen könnte. Es war ein sehr anstrengender Weg und langer Weg für Maria und Josef, denn Maria war schwanger. Sie trug ein großes Geheimnis und Wunder in sich, denn sie sollte Gottes Sohn zur Welt bringen. Maria und Josef kamen nur langsam voran. Doch endlich erreichten sie Bethlehem. Aber wo sollten sie unterkommen? Die ganze Stadt war wegen der Volkszählung überfüllt.
Es sah so aus, als ob es in der ganzen Stadt keinen Platz für sie gab. Dabei spürte Maria, dass ihr Kind bald auf die Welt kommen würde. Gab es auch für dieses Kind keinen Platz? Sie fragten und suchten weiter. Sie klopften an der nächsten Tür. Doch auch dieser Wirt hatte keinen Platz für sie. Maria und Josef gingen weiter auf der Suche nach einem Schlafplatz. Aber am Ende fanden sie nur einen leeren Stall. Stroh bedeckte den Boden und eine Futterkrippe stand in dem Stall. Und da geschah es. In diesem Stall und mitten in der Nacht kam das Kind zur Welt, von dem schon der Engel geredet hatte. Maria wickelte es in Windeln. Und legte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses Kind, wie jedes andere. Und doch war es ein besonderes Kind. Das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. Noch war es ein Geheimnis. Niemand in Bethlehem ahnte, was in dieser ganz besonderen, in dieser heiligen Nacht geschehen war. Aber bald sollten sie es erfahren. Jesus, der Retter der Welt, war geboren. In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Es waren Hirten, sie hüteten ihre Schafe draußen vor der Stadt Bethlehem. Ganz dunkel war es um sie her, aber plötzlich schreckten sie auf. Mitten in der Nacht wurde es hell, taghell. Ein Licht leuchtete auf und in dem Licht stand ein Engel vor ihnen. Die Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah. Aber der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, sieh, ich verkündige euch eine große Freude, die allen zuteilen werden soll. Euch ist heute der Retter geboren, in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Als er noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel, viel mehr Engel, die sangen und jubelten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten standen da und hörten zu, bis der Gesang verklungen war. Da wurde es wieder still und dunkel um sie her. Doch die Hirten riefen: Habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist geboren, hier in Bethlehem, in dieser Nacht. Kommt schnell, lasst uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Da ließen sie ihre Schafe zurück und eilten über das dunkle Feld, bis sie in Bethlehem waren. Sie suchten und fanden Maria und Josef in einem Stall. Und sie sahen das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, wie der Engel gesagt hatte. Ein kleines Baby, und doch war dieses Kind der Retter der Welt.
Da erzählten die Hirten Maria und Josef, was sie gesehen hatten und was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Maria hörte ihnen zu, staunte und schwieg. Sie behielt die Worte der Hirten in ihrem Herzen. Aber die Hirten liefen hinaus auf die Straßen der Stadt, tanzten, riefen und sangen. Der Retter ist geboren, er ist hier in unserer Stadt Bethlehem geboren. Wir haben ihn selber gesehen. Auf dem Heimweg sangen sie weiter, ein Lied nach dem anderen. Weihnachten ist Party für Jesus, Gott kommt zu uns, zu groß und zu klein. Und als sie wieder bei ihren Schafen waren, klang ihnen immer noch weiter in den Ohren, was die Engel gesungen hatten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. We'll be right back.